Dhatrasana, die Stellung des Schöpfers, die Stellung von Brahma, auch manchmal genannt die Stellung des Priesters. Dhatri heißt eben einer, der setzt und stellt, legt, Priester, ein Amtsinhaber oder eben Brahma. Dhatrasana hat aber auch etwas mit Brücke zu tun und ist eine andere Bezeichnung für eine spezielle Form von Setu Bandhasana. Judith zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Rückenlage. Liege also auf dem Rücken. Beuge deine Knie. Fasse mit den Händen um die Fußgelenke und hebe dann das Becken hoch. Atme dabei tief ein und aus und schaue zur Nasenspitze hin. Das ist also Dhatrasana, das gleiche wie Brücke mit Händen an die Fußgelenke, Variation von Setu Bandhasana und damit identisch mit Dvipada Pita.